Grüezi miteinander. Geschwindigkeit hat Menschen schon immer fasziniert. Auf den verschiedensten Fortbewegungsmitteln hat man schon immer versucht, Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen. Und so reiht sich die auch die neuesten Versuche auf den sogenannten Snowboards in die Geschichte der Rekorde ein. Bis an diesem Wochenende ist der Geschwindigkeitsrekord auf den Snowboards bei 122 Stundenkilometer gestanden. Ein junger St. Moritzer will ganz nach oben. Hier im Steilhang von Arguns im Gebiet von Corviglia ob Cellerina versuchte Gian Paul Schmidt den Weltrekord im Hochgeschwindigkeits-Snowboard-Fahren zu brechen. Während zwei Wochen hat er sich hier auf 2300 Meter über Meer darauf vorbereitet. Ein paar Minuten vor dem ersten Versuch kontrolliert er das letzte Mal das Schneeverhältnis und den Zustand der 600 Meter langen Messstrecke, die ein Gefälle von 45% hat. Snowboarden ist sehr faszinierend, besonders auf dem Speedhang. Man fährt quasi an Flügen, etwa 100 Meter. Das Brett ist immer so 1-2 cm über dem Boden und fliegt richtig. Und erst wieder unten im Loch merkt man wieder den Bodenkontakt. Fliegen ist eigentlich noch schöner, aber wirklich, es ist wahnsinnig. Was meint der Vater von Gian Paul Schmidt zum Rekordversuch von seinem Sohn? Er ist etwa vor 3 Wochen ist er zu mir gekommen, fragen, ob ich einverstanden sei, dass er so einen Geschwindigkeitsrekord versucht zu machen. Und ich bin sehr positiv eingestellt und gesagt, selbstverständlich. Ich helfe damit, wo ich kann, weil die Aggressivität im Fahren hat er ein bisschen von mir. Weil ich bin vor 25 Jahren, das ist von 58 bis 63, bin ich in der Schweizer Nationalmannschaft mitgefahren, sodass er ein bisschen Blut hat von mir. Und Angst, dass er stürzen könnte, haben Sie keine? Ich habe überhaupt keine Angst, weil es ein so gut präparierter Hang ist, dass wenn also einer stürzt, der kann also nur umrutschen. Also die Unfallgefahr ist viel kleiner als in einer Buckelpiste. Der 17-jährige Gian Paul Schmidt ist einer der besten Snowboardfahrer der Schweiz. Aber natürlich kann auch so ein guter Fahrer mal in den Schnee tauchen. Sie sind bei der dritten Rekordfahrt gestürzt im Zielauslauf. Was ist genau passiert? Also das Problem war, im Loch drin, in der Kompression, hat es einen Druck gegeben auf die Bindung und dann ist sie aufgesprungen. Und dann habe ich hinten dran, bin ich aus der Bindung und habe Vorlage gekriegt und habe ein Schwein gehabt, dass die Vorderbindung auch aufgejagt hat. Dann hat man einfach den Fuß ein bisschen verdreht. Das macht es ein bisschen weh, aber ich glaube, ich werde noch mal einen Versuch starten. Windböen und Schneefall haben nach einer Stunde dazu geführt, dass man den Weltrekordversuch unterbrechen musste. Bei diesen Verhältnissen wäre es auch viel zu gefährlich gewesen. Bei den ersten 3 Fahrten ist der Gian Paul Schmidt nicht über 110 Stundenkilometer rausgekommen. Er ist also noch ziemlich weit weg von der bisherigen Rekordmarke, die auf 122 Stundenkilometer steht. Ja, ja. Dann sind aber die Witterungsverhältnisse wieder besser geworden. Er wollte es noch einmal wissen. Was hat er für eine Geschwindigkeit gemacht?
22,137. Jetzt sind Sie Weltrekordhalter im Snowboardfahren. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist super. Ich weiß, ich bin der schnellste Snowboarder auf der Welt. Und ich hoffe, ich kann den Titel, das Titel verteidigen. Aber werde natürlich versuchen, selber ihn auch zu überbieten wieder. Wenn möglich nächstes Jahr. Ich hoffe es. Die lange Vorbereitungszeit auf den Rekord und der Verzicht auf ein Weltcuprennen in den USA hat sich also gelohnt. Der Gian Paul Schmidts kann als Weltrekordhalter auf den Heimweg. Ja, und die Schweiz hat einen Weltrekordhalter mehr. Der Gian Paul Schmidts ist selbstverständlich vom 7. bis 10. April in Wildhausen, der Schweizer Meisterschaften der Snowboarder, mit dabei. Wir machen jetzt weiter mit der Tiervision. Ja, wir stehen hier vor einem Schädel eines Zwergwal. Heute geht es in der Tiervision vom Biologen Andreas Moser um die Wal. Die sind ja bei uns bestens bekannt. Seit Jahrhunderten werden sie von Walfängern gefangen und sind fast ausgerottet worden. Werden die Wal überleben, Herr Moser? Es gibt einzelne Arten, die am Rand der Ausrottung stehen. Zum Beispiel der nördliche Glattwal. Da rechnet man, dass es noch etwa 500 Exemplare gibt. Es gibt andere Arten, die ein bisschen besser dran sind. Aber man muss sagen, insgesamt, vor allem Bartenwal, es gibt ja zwei Gruppen, Zahnwal und Bartenwal. Bartenwal sind sehr stark bedroht. Und es gibt nur wenige Arten, wo über 200.000 Exemplare noch da sind auf der Welt. Das Beeindruckende an diesem Tier ist ja seine Grösse. Ich habe es vorhin gesagt, das ist eine der kleineren Walarten, Zwergwal, der Schädel davon. Wie wird das Tier in Natur lebende Grösse, wie gross wird das? Also, der Kerl hier, der ist immerhin etwa 1,80 Meter beim Schädel und dann geht es etwa noch 7 Meter weiter, sodass wir ungefähr ein 9 Meter langes Tier haben, wenn wir jetzt hier in der Rekonstruktion, also wie es lebendig aussieht, mit dem Fleisch dran. Und das Interessante daran, wie ich gesagt habe, das ist der kleinste Bartenwal und die Bartenwal unterscheiden sich von der Zahnwal durch die besonderen Strukturen, die sie hier haben, aus Horn. Also das sind nicht irgendwelche Zähne, sondern das sind Hornstrukturen. Und das hat mit der Ernährung von diesen Wal zu tun. Die ernähren sich nämlich von relativ kleinen Tieren, von Meeresplankton, also ganz winzigen Sachen, oder dann von kleinen Fischen, die in Schwärmen im Meer rum sind. Es gibt ja einen wunderschönen Film von Roger Payne, der für die WWF die Buckelwal untersucht hat. Und dort sieht man sehr schön, wie die fressen. Hier haben wir jetzt den Buckelwal. Der Buckelwal ist ein mittlerer Bartenwal. Etwa 15 Meter lang, im Maximum 40 Tonnen schwer. Und die Ungeheuer bewegen sich doch eigentlich völlig schwerelos. Wale haben eine dicke Speckschicht bei einzelnen Arten bis zu 50 cm dick um den Körper herum. Man sieht auch die riesigen Brustflossen, das ist ein besonderes Merkmal vom Buckelwal, wo dicht besetzt ist mit parasitenartigen Lebewesen. Das sind Entenmuscheln und Seepocken, die sich hier auf diesen Riesen festsetzen. Die Wale bewegen sich im Wasser. Sie sind im Winter in den warmen Gewässern, im Pazifik. Und hier sieht man jetzt, wie sie aufsteigen. Wale sind Säugetiere. Sie brauchen Sauerstoff, sie brauchen Luft zum Schnaufen. Hier die Fontäne, die von Weitem sichtbar ist, in allen Walfangbüchern beschrieben. Da gerade der Wurm muss ein bisschen weg. Ja. Und die Walfänger haben an diesen Fontänen können die einzelnen Walarten identifizieren. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung. Das geht mehrere Monate. Im Sommer gehen sie dann in kalte Gewässer, tauchen hier auf, die paarigen Nasenlöcher, dann die Rückenflossen. Und das ist jetzt ganz gewaltige Rückenflosse und dann kommt die Schwanzflosse. Wie gross ist die? Die ist bis zu 8 Meter breit, also ein riesiges Querruder. Nicht wie bei den Fischen senkrecht im Wasser. Also unser Grössenvergleich, das stimmt eigentlich nicht. Es ist noch viel gewaltiger. Nein, es ist noch viel riesiger, natürlich. Und die Wale, die fressen winzige Krebschen. Und die Krebschen kommen im Nordmeer in Ungeheuer.